Moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zum FIFA 22 Karrieremodus. Oh, Stillstand bei den Verhandlungen, sehr schön. Mit Dynamo Dresden heute gegen Hertha BSC Berlin. Da wollen wir natürlich gewinnen und zu Hertha. Hertha ist ein Verein, den ich mit FIFA 10 aus der zweiten Liga geholt habe und in 6 Jahren alles gewonnen habe. Ich glaube, Meisterschaft sogar 3 Mal oder so. Und Weiser war mein bester Spieler. Und ich habe mir Neymar geholt und Weiser war trotzdem mein bester Spieler. Und ja, das war schon eine coole Zeit. Heute im Olympiastadion Berlin wird die Party abgehen. Hoffentlich. Irgendwie. Keine Ahnung. Hoffen wir's. Auto Hero, das ist der Auto Hero, das ist der Hero, der Auto, das ist ein automatischer Held, der ist automatisch ein Held, jawohl. Ich weiß auch nicht. Ah, die Kinder wieder, sie sind wieder die gleichen Kinder wie immer. Ja, ja, du rufst hier gerade schon die ganze ganze Mannschaft auf, so. Ach ja. So, die Dresdner Nationalhymne, sehr schön. Lauft weg, liebe Kinder, das habt ihr ganz fein gemacht. Gebt euch die Hände, das ist die Aufstellung von Hertha BSC. Yeah. Oh ja, Dreier Mittelfeld, die Tomasch ist dabei und wir gehen direkt rein zum Anstoß, weil unsere Aufstellung kennen wir auswendig und das war's schon. So, wunderbarer Anfang. Luke Bacchio. Klünter. Klünter klingt wie so dicke Klöten oder sowas, finde ich irgendwie. RDT ist wieder da. RDT, das Police Department. Das ist der De Tomasch. Ich glaube sogar, der heißt Raul De Tomasch, wenn ich mich nicht irre. So, Klünter. Ich fühle mich mehr als so schlecht wegen den letzten Spielen, muss ich echt sagen. Da ist alles frei. Boah, da ist alles frei. Aber Broll fängt den Ball. Sicherheit einfach. Itta. Ganz nach außen. Da ist viel Platz. Für Itta. Schön. Ach, aber da ist ja auch keiner anspielbereit, ne? Was will man machen? Und Mitte! Und da ist keiner. Und es ist auch keiner mehr im Rückraum. Warum sollte es auch? Waren ja alle lieber in der Mitte. Komm, Alter. Der war nicht gut, der Ball. Ja, wunderbar. Da ist Akoto, hol ihn dir. Läuft. Becker. Ein, nicht mal ein Backup. Ist einfach Becker. Becker ist einfach der krasseste Dude überhaupt. Itta. Schalleberg, Itta. Schalleberg, Itta. Hey, der braucht auch so 500 Jahre, bis er den Ball abpasst, Mann. Es ist so unfassbar nervig, aber gut. Das Spiel will es halt einfach so. Klünter. Gut. Gut gespielt. Schön rüber. So. Nochmal durch. Da haben wir es. Schöne Ballstaffette, aber Schallenberg kommt nicht durch. Dus Barreiro. Sehr schön. Gut gekämpft, Becker. Warum brauchen die heute so lange, den Bälle zu spielen? Ah, der Ball wäre so cool angekommen. Jetzt mal ohne Spaß. Luke Bacchio. Ja, bis jetzt schenken sie sich nichts irgendwie. Nichts am Feld. Ja, schön. Und da ist der Ball auf Becker. Der macht ihn nicht rein. Der Torwart mit einem Wahnsinnsreflex. Oha. Schwolo auf Neuer K-Art oder Oliver Kahn-Art oder... Och nö, nicht sowas bitte. Oh Gott, ich habe den Innenverteidiger vorausgezogen, nicht gut. Wunderbare Flanke, aber der ist doch was für Broll, der Ball. Einfach Broll. Schön. Schöner Ball rüber. Da ist Königsdörfer, das kann er aber vergessen. Schön. Oh, Königsdörfer. Da nochmal. Abseits. Nein! Eine Fußspitze im Abseits. Oha! Ja! Ach ja, genau! Da hat er den Ball noch weiterhin. Ey, also jetzt mal ohne Spaß will mich dieses Spiel eigentlich echt.
verarschen. Luke Bacchio, oh Gott, der geht doch wieder rein. Der geht doch rein. Das sehe ich doch. Proll, so schön. Na, 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 na. Na, na, na. Broll ist jetzt Mitspieler. Ja, ja. Ich kann keine Passstaffetten spielen. Ich kann nichts machen hier. Schön. Ach ja, genau so wollte ich spielen. Ach, halt die Schnauze, spiel echt. Oh. Luke Bacchio, Raul de Tomas. Klünter. Klünter über außen. Wisst ihr, was mich so auf... Erstens hat man das Spiel, das Gefühl, das Spiel ist einfach so eine richtige Fußball-Simulation. Einfach eine Simulation. Also ja, es ist eine Fußball-Simulation, wir wissen es alle. Im Sinne von, du kannst nichts machen. Wenn das Spiel es einfach nicht will, so wie da zum Beispiel, warum komme ich da nicht zum Schuss und er mit dem Fuß da noch ran? Weltklasse-Verteidiger sind das halt einfach. Zweitens, deine Spieler schaffen dann auch nichts. Einfach nichts. Deshalb, sag ich doch, ich passe ihn ganz normal an, Mann. Er läuft einfach weg vom Ball. Warum denn? Warum nimmt er ihn sich nicht einfach? Mann, der war auf ihn drauf, ey. So ein Scheiß halt einfach. Das ist doch einfach nur berechenbare Kacke. Das Spiel, ey. Hertha. Wunderbare Kurzpässe. Wir fragen uns alle, warum sie Hertha hinter Dresden stehen. Tabellarisch. Wenn die solche Spielzüge und Verteidigungssachen raushaut. Willst du... Bitte, bitte sagt es mir. Bitte sagt es mir. Was ist das? Was ist das? Das kannst du doch keiner erzählen, dass das nicht mit Absicht ist, Alter. Das kannst du doch keinen erzählen, dass das nicht mit Absicht ist. Aua. Einwurf für uns sogar, jo. Dass das einfach nicht richtig... Ach Mann, ey. Etap. Hey, Mann, Alter. Wohin denn? Einfach rein. Ja, Ausgleich. Wer auch immer ihn gemacht hat. Es war gut. Ey, wäre der nicht sogar noch von selbst reingegangen? Ich weiß es nicht. Aber, Mann. Es muss doch nicht sein. Dass das so scheiße läuft andauernd. Schöner Ball auf Schröter, Alter. Der sieht einfach mal auf der anderen Seite. Guck mal, der wäre doch... Boah. Da konnte er nichts machen. Hätte auch Schröter Ball sein können. Hätte mich eigentlich nicht gewundert, wenn der nicht... noch irgendwie abgewehrt worden wäre. Luke Bacchio. Luke Bacchio. Geh doch da einfach ran mit deinem Fuß. Weißt du, ich merke es doch. Ich krieg ihn. Ich hab das doch einfach vorausgesehen, doch sogar. So, was soll ich denn noch machen? Bessere Spieler kaufen oder was? Oder nochmal ein bisschen in ein paar FIFA-Packs investieren oder was? Oder bin ich jetzt blöd, ey? Viel zu toll angeblich, ja. Ach, ist doch immer dieselbe Leier hier, ey. Wirklich. Diese Pässe, es gibt Spiele, da gelingt dann, das meine ich so, da gelingt dann alles. Da kannst du das so machen, wie du willst. Ich weiß nicht, ob an was das von was das abhängig ist. Da schaffst du alles, was du dir vorstellst. An Fantasie fehlt es eigentlich gar nicht. Es fehlt dann nur an, auf einmal klappt das auch alles gar nicht. So ein Müll halt einfach. Oh Gott. Oh Gott. Serda. Geh doch ran. Erste Halbzeit um, Alter. 1:1. Aber was für ein Scheißspiel, ehrlich. Sind wir da mal ehrlich. Was für ein Kackspiel, einfach. Schon gar nicht, was ich da so sagen soll. Königsdörfer.
Ich finde, Merschel sollte das heute mal da erledigen. Irgendwie habe ich das Gefühl, der könnte was reißen. Anstoß für uns, zweite Halbzeit. So schön, Becker. Ich gebe mir richtig Mühe, leise zu sein, mich nicht aufzuregen. Ach Mann, wie willst du so jemanden anspielen? Jo, jetzt klappt das bei mir, oder? Denn dieses auch sich nicht wegbewegen können, ne? Speziell Akoto ist davon sehr oft betroffen. Ganz geil. Sehr geil. Und? Mösch ist halt dann genau in dem Moment zu dumm, einfach den Ball anzunehmen. Ja, glaubt das jemand oder was? Erste Halbzeit ausgeglichen vom Ergebnis, vom Spiel her nicht. Ich finde, Hertha macht das überragend. Eigentlich. Cafaro. Das ist einfach... Die können halt machen, was sie wollen. Das kommt halt einfach an. Es kommt halt einfach alles zugunsten vom Gegner. Es ist doch... Das ist doch Blödsinn. Das macht es doch nicht fair einfach. Wenn man den denn schon blockt, warum zum Gegner dann? Du hast überhaupt keinen positiven Effekt von einem gewonnenen Zweikampf. Ehrlich. Da, siehst du? Schon wieder. Gewonnener Zweikampf? Pustekuchen, Alter. Der kommt immer zum Gegner. Der kommt immer zum Gegner. Es ist doch scheiße. So, was willst du denn da machen? Da hast du doch nichts von. Schön. Ja, angeblich auch noch ein Foul. Ach ja, komm. Der kommt damit durch. Sowas ist doch scheiße einfach. Das ist doch so vollkommen unrealistisch. Das ist doch keine Aktion, Mann. Und dann kriegen wir nichts mehr geschissen, wirklich. Keinen Pass. Zerda. Cafaro. Ja, die können es halt in meinem Strafraum einfach auch machen. Das ist Strafraum eigentlich, ne? Dafür wird man bestraft für. Egal, das ist so ein blödsinniges Scheißspiel, ehrlich. Und Akoto läuft nicht und es wechselt automatisch. Er wechselt automatisch und keiner weiß warum. Hä? Was soll das? Boah, ehrlich. Ganz unten, aber das hat sie vergessen. Da hast du natürlich keine Chance, den Ball irgendwie hinzukriegen. Du kannst halt auch keinen Meter mit deinen Leuten laufen. Hertha ist gnadenlos überlegen, weil die haben einfach gnadenlos bessere Beweglichkeit. Mit dem neuen Toaster? Das ist ja geil. Guckt es euch an. Du kannst nichts machen. Bentancur, der Neue. Da. Ein Ball, den dein Verteidiger eigentlich sicher hat. Weil er das von 5 Kilometern Entfernung eigentlich riecht, aber Schröter sich da nicht durchsetzen kann. Okay, er kann sich durchsetzen. Er kann sich durchsetzen. Aber das bringt halt nicht viel, wenn da niemand ist, der mitläuft. Pam! Ohne Effektivität. RDT, das Police Department. Nächstes Spiel gegen Union Berlin. Da habe ich, glaube ich, noch gute... Ne, wir haben auch verloren da in dem Spiel. Na, erst dann haben wir gewonnen. Siehst du, was der macht? Er gewinnt den Zweikampf, rennt vom Ball weg, Mann. Dieses Spiel, Mann. Es will mich verarschen. Guckt euch das an, Alter. Du kannst kein Kontrolle. Du hast einfach null Kontrolle. Null. Keine Kontrolle über das Spiel. Deine machen viel zu spät was. Du hast eine Idee, du kannst es nicht direkt umsetzen, Mann. Wisst ihr, wie nervig das ist? Ich sowieso so ein Kontrollfreak, weißt du? Sowieso so ein Kontrollfreaker. Ja, lass ihn doch einfach durch. Warum auch nicht?
Ja, wunderbar. Ach, wem will ich da denn veralbern, dass ich da irgendwie... Der Ball viel zu lahm. Ey, es ist zum Verzweifeln. Es ist wirklich einfach zum Verzweifeln, Mann. Bis der Gegner gewinnt. Ich sag's euch, wie es ist. Ich sag's euch, wie es ist. Da, selbst diesen Ball. Warum kriegt der den noch? Warum krieg ich den nicht? Was soll das? Was soll das, FIFA? Da, er steht einfach frei. Abseits. Aber er steht halt auch einfach frei, Mann. Meine würden sich nicht mal so anbieten da. Akoto. Wem will ich so anspielen, Mann? Außen da, oder was? Ist das der Sinn und Zweck? Da hast du doch überhaupt keine Chance, Alter. Ach, er läuft halt auch nicht. Er versteckt sich halt wieder lieber. Komm schon. Kommt schon, Leute. Keiner will sich bewegen. Okay, dann nicht. Ja, da wollte ich hinspielen. Oh Mann, ey. Ich konnte ihn nicht mal bewegen, um das zuzumachen. Und es geht keiner hin. Es will das halt auch einfach keiner. Ganz im Ernst, Mann, dann geh nach Hause einfach. Nee, es ist doch scheiße, Mann. Einfach nur Kacke. Wir könnten... uns doch einfach da durchspielen. Ihr müsst euch einfach nur bewegen, Mann. Ich schick euch doch. Schick euch doch alle. Es ist... macht einfach keiner was. Ehrlich. Es macht doch einfach keiner was. Er bewegt sich nicht, Alter. Nee, geh weg, Spiel. Geh einfach weg. Pfeif den Müll ab. Lass die Scheiße einfach. EA sollte aufhören, FIFA zu produzieren. Na, FIFA gibt's ja auch nicht mehr. Es ist ein Müll, ist das einfach. Du kannst doch so nichts machen. Mann, wie hätten wir da Chancen freispielen können? Dadurch. Stattdessen kriegen wir so ein Gegentor. Ins kurze Eck. Unmöglich. Unmöglich. Wir uns denn mal da durchsetzen müssen, ey. Ich hasse es so. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Wirklich. Ich kann es nicht anders ausdrücken, als dass das einfach der blödsinnigste Scheiß ist, den ich je gespielt habe. Ehrlich. Letztes FIFA war schon so scheiße, ey. So kurz nach Spielende bei uns sind. Ja. Guckt uns unsere Moral an. Das ist egal, ob wir volle Moral, volle Ausdauer haben. Das ist so ein Müll einfach. Danke, dass Sie bei uns waren. Ich habe keinen Bock, das mehr so zu kommentieren. Nächstes Mal spiele ich das einfach nur noch ohne Kommentar, ey, ehrlich. Das ist doch Blödsinn einfach. Union Berlin, nächste Gegner, gegen wen wir verlieren, Alter. Ja, weiß ich auch nicht. Zum nächsten Mal, ey, und auch wieder spielen. Ciao.